So, sehr geehrte Männer, herzlich willkommen zurück am Stück Assassin's Creed Odyssey. Scheint aktuell zu funktionieren. Der Tempel ist unter Wasser vor der Küste von Kepalenia. Vor der Küste. Küste ist eigentlich immer... Haha, könnte es da unten sein. Unentdeckter Ort. Hätte ich jetzt fast mal behauptet. Aus logischen Gründen heraus. Aber wenn eine Küste ist, ja mal zum offenen Meer hin. Es liegt im Süden der alten Ruinen von Krainoin. Krainoin ist hier. Also passt, dann müssen wir da hin. Markieren wir das und dann machen wir die zwei Sachen gleich. Süden, da entlang bitte. Brauchen wir Pferdi. Huch, nee, was mache ich da? Oh oh, der hat uns wer entdeckt. Bye. Bist du schon wie mein Pferd, du Arschloch? Aha, Loser. Wir haben erst Level 4. Reicht noch nicht. Da liegt ein totes Tier, ist ja widerlich. Jetzt gucken wir gleich mal, 58 FPS. Ich habe ein paar Settings grafischer Seite raus runter mal gedreht. Und hoffen, dass die ein bisschen was ausmachen. Charakterdetails von extrem hoch auf sehr hoch, weil ich sehe keinen Unterschied. Also, ne, im Großen und Ganzen ist da manchmal so vom Prinzip her so, ja, wo ist der Unterschied? So, die 180 Meter da entlang. Hep. Kann man das lesen? Ne, da gibt's nichts. Okay. So, das ist 50 Meter weit weg. Dann gehen wir erstmal kurz dahin. Und dann machen die anderen Fragen, zeige ich mal auch noch gleich durch. Was, wenn ich der mal dran vorbeigelaufen bin? Mein... Ja, das war der. Ein Runner mit uns. Ach, da ist auch noch was. Wir suchen. Honigkrug. Schatz geplündert. Dann ist noch was hier. Negativ. Gut, dann kommen wir da raus. Perfekt. Das war's schon. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Und komm schon, dankeschön. 43 FPS im Video. Das ist nicht so geil. So, nochmal Drachmann abgeholt. 200 Meter weit weg. 90 Meter weit weg. Da hinten ist unser Haus nämlich. Und ein Synchro-Punkt in 400 Metern. Tempel des Zeus, irgendwas. Alpha Tier erledigen. Okay. Hi, Jungs. Könnten aber auch Vögel sein, ne? Ich möchte es nur erwähnt haben. So. Ist da sonst noch was? Na? Hat gesessen. Komm doch, Hunde. So, erledigt. Schalte 30 Mal irgendwas frei. Erledige so und so viele Raubtiere. Confirmed. Alles gemacht. So. Und Pfeile her, bitte.
Frag ich trotzdem, wo ich Baummaterial her, Olivenbäume. Was ich wissen, was Olivenbäume sind. Ich bin kein Olivenbaummensch. 300 Meter gehen wir noch erst kurz, holen das Ding. Da ist noch ein 200 Meter, das Auto müssen wir auch hin mitunter. Kann man hier was kochen? Nö. Schade. Hier ist auch nichts. Kriegen bitte Olivenbaumholz her. Soll ich einen Baum fällen? Krieg ich eine Axt später? Wir werden sehen. Ja, unser Vogel, nice. Icarus. Danke. Weiß zwar bald nicht mehr, wohin mit dem ganzen Leder, aber ist egal. So. Meins. Kann man den Pfeiler wieder aufsammeln? Und durch mit dem Hund. Zack. Später ist es dann easy peasy, weil machen wir mal Damage. Wie soll der Aussichtspunkt sein? Ortssynchronisation. Ah, da oben, okay. Dann hoch mit uns. Das ist ein Synchropunkt? Ja, von mir aus. Ja, der FPS in rechts zumindest gerade. Es geht ein bisschen runter, aber sieht gut aus. 50. 60 wird das, sehr schön. Ja, dann lag es mir doch echt daran, dass ein bisschen die Settings zu high waren. Ja, gut, mit meinem PC dann, der nur über 5000, fast 6000 Euro kostet. Geht es ja dann. Wurscht. Ja, hab runter mit dir. Da kann man auch runtersliden oder so. Ein Kind. 193 Meter, 155. Ist in der Richtung. Es kommt ein Schiff gefahren. Okay. Na, dann machen wir erstmal das aber. Das war eigentlich ein MCIO ohne. Außer die Bros haben hier noch was. Gibt's hier noch was? Ja, alles muss definitiv vergrößert werden. Aber so groß ist der jetzt nicht. Gibt's hier Olivenbäume vielleicht? Zack. Und abrollen. Au. Das war der Knöchel. Eieiei. Ist das ein Olivenbaum? Wie kann jemand da hochklettern? Bin enttäuscht. Aber wir haben hier einen Haufen einzelne Steinböcke, die wir da gerade frittieren, ne? Weil die haben lange Hörner. So. Also ich meine ja nur, also ich meine, es waren Steinböcke. Die Halskette ist da unten. Da drüben ist ja auch noch ein Fragezeichen. Ich speichere mal zwischen. Upsi. Gibt's hier was? Am Strand. Nein. Vielleicht können wir den halt irgendwie ein bisschen anders erledigen. Sehen wir gleich. Da drüben schwimmt das, bestimmt das Drecksvieh. Ich glaube, der ist zu weit im Wasser drin. Wir können auch drüber schwimmen und den von da aus platt machen, wenn es klappt. Si, señorita. Und hoch mit ihr. Ah, die klettert nicht. Aber da hoch. Perfekt. Reicht schon.
So, das war's. Hai gekillt. Hab ich fein gemacht? Komm her, Bro! Kill ihn doch! Ich merke, das klappt so nicht, wie ich das vorhab. Schwimm! Rie! Puh. Drecksviech. Gibt's da sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte? Alter! Oder respawn die gleich permanent. Tauchen bitte. Banditenbogen. Dreifischflosse, rohes Fleisch, weiches Leder, 8 Stück. Wo ist der andere, den ich erlegt hatte? Ah, da unten, aber den hatte ich glaube ich schon, ne? Hat nichts mehr. Schade. Armes, totes Fischi. Wir hätten wahrscheinlich noch mit dem Boot rausfahren können. Boah, 1 Kilometer Entfernung, krass. Ganz keine böse HIs mehr? Okay, kehre mit der Halskette zu den Gemüsehändlern zurück. Jupp. Oh, mal so ein Fragezeichen da drüben mit den 230 Meter und 22 Meter Entfernung. Läuft alles flüssig? Ja. So eine Wasseranimation hätte ich mir in Just Cause 4 gewünscht, so wie sie früher war. Gut, hier ist vielleicht auch nicht perfekt, habe ich gerade gesehen, aber hey, 100 mal besser. So. Olivenbaum, der hat so geflattert. 3 Holz. Gigantisch selten, die Dinger. Da drüben ist noch einer. Ja, warte. Was war hier? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Fuck des verlorenen Banditen. Kann man inspizieren hier. Was auch mal Piepmatz. Ich gehe mal davon aus, der ist peaceful. Und falls nicht, er ist alleine. Okay. Er war alleine. Tja, wer schläft? So. Dunkler Brustschutz. Materialien können wir halt echt gut verwenden. Ah, ich hab's flackern gesehen. Wann kommt noch die Meldung? Du bist voll. Ich hab nichts getrunken heute. Pam läuft vorbei. Pup! Alles kaputt. Einfach mal so reingegrabelt. Pam, hab Holz, alles wie. Wissen wir mal, was ist hier los? Ah ja. Kollege, du siehst mager aus. Ich hab fast keine Pfeile mehr. So, ich hab's einige verholzt. Aber ich will nicht so viel Pfeil. Jo, gönn dir. Ja, dann können wir den aber zerlegen. Und ziehen das Holz wieder zurück. Jetzt behalten wir noch. Die können wir dann jetzt auch schon kurz zerlegen. So, Brustschutz.
ist kein Weg, weil Geld brauchen wir eigentlich nicht. Elf plus Rüstung, yep, gekauft. Das kann auch weg. So, hab mir hier noch was. Die kann dann auch weg. Ja, weil die ist besser. Die geht also ab Level 5, macht 7 plus Rüstung. Helm haben wir nix, haben wir hier noch was. Die Halskette, ja, das wissen wir ja. Gibt's ja sonst noch was, was wir entdecken könnten, wenn wir schon unterwegs sind? Nee, der Rest ist da unten dann, das ist aber nicht so tragisch. Da drüben ist aber dann der Freak wieder. Ach ja. Können wir hier rein? Achso, das ist ja unser Haus, stimmt. Das war unseres. Hä? Oh, war da Loot? Oh, riecht das gut. Höchste Zeit, dass ich ihn leere. Das war der Kackbottich. Aber Loot gibt's ja sonst nicht. Alle, was wir hier Material haben, ne? Eine eigene Schmiede hier hinten. Was brauchen wir auf dem Schmied? Also wir sind eigentlich bestens ausgestattet. Guck mal, da gab's doch eine Treppe. Außenrum halt. So. Wie viel haben wir noch? 16, wollte ich noch Pfeile kurz herstellen. Köcher. Ich glaube, ich kaufe die Pfeile zukünftig. Es wird günstiger sein, bevor wir dann auf ein Holz verheizen. Und 370 Meter haben wir. Sollen wir es mit dem noch probieren? Ich speichere mal kurz. Genau. So. Haben wir jetzt eine bessere Rüstung? Wenn wir gleich Attentatschaden zufügen, ist auch schon mal gut geschwächt. Unsichtbar. Ist ja gar nicht laut gewesen. Dein Tod! So kann man es natürlich auch machen. Der ganze Zeit nur herkommen und. Jo, jo, jo. Ich muss parieren, aber es tat nicht weh. Warum bist du schneller wie ich? Sauerei. Komm, Bro. Put, 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 put. Ich find's halt auf Kuh scheiße. No! Jo, ausgewichen. Bereite dir ein schnelles Ende. Na. Lass mal. Ich will dich eigentlich tot sehen. Aha, hab getroffen. Du nett. Achso, es war wieder so. Ah, dieses Blockenkonner und auf cool Scheiß. Ich muss meine andere Tasse dafür legen. Könnte ich eigentlich V nehmen? Gibt's so V was? IK ist nicht verfügbar. Achso, das war der Scheiß. War halt ein harter Fight jetzt noch. Da trifft uns halt eins, zweimal und es tut halt Pfeil weh. No! Genau, das wollte ich eigentlich verhindern. Zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Und ist immer tot. Jo, durchgedasht. Gib endlich auf. Aha. Hab ich getroffen. Ich gehe, als du den Kampf gemacht. Sehe ich auch so.
kannst nicht gewinnen. Ach, shit in you. Ja, ich hab's kapiert, dass ich mich lade. Fuck it. Wir haben ja kein Damage, wir tun dem fast nicht. Aua, das ist doch Crap, Alter. Mann, die hat einen Arm wie ein Rhinoceros, ne, die Frau. Und dann kommt kein Damage raus. Das ist wieder falsch. Schlimm. Bin enttäuscht. Ja, es lad schon, komm. Dieses dumme Arschloch durch. Verlieb mich nicht noch in den. Mann, Mann, Mann. Ja, los, geh weg. Dreckskind. Die haben ja schon eine Odyssey-Cast. Drecksattentäter. Odyssey habe ich schon Holz gefunden, im Gegensatz zu hier. Ja, ist mit der FPS wieder runter, ne? 54. Halt. Ich habe doch was gehört. Wenn es so Wuh machen, da gibt es eigentlich irgendwo Loot. Dorf Kausus, Exdorf. Leider kann man die Tür nicht aufmachen, kann nichts klauen oder so. Bisschen schade hier. Halt! Besudelter Lumpen. Okay. Aber wenn die gleich noch die finden und die vergraben könnten, wäre das natürlich eine coole Sache. Kann man echt nicht mitnehmen, so ein Schwein. Wenigstens die Tiere hätte sie retten können, bevor sie die ganze Booty abfackeln. Aber gut. Obliegt ja nicht mir. 330 Meter ist noch eine Höhle, die wir machen könnten. Das war, glaube ich, Mr. Asshole in der Nähe. Oder? Nee, noch nicht mal. Da müssen wir aber eh noch hin. Hungrige Götter. Ja, ist ja okay. Er läuft wahrscheinlich ganz zum Haus und wird es in Brand setzen. Das Sack. Laufen wir erstmal dann kommen zu ihm. Das nervt doch. Was ist los? Keine Ahnung, kann ich helfen. Schade. Das war ein Kingdom Come Deliverance Stolper, haben wir so wenigstens mal auf Bettler getroffen. Die nicht immer alle was Böses wollten, zum Glück. Und denen konnte man helfen, ein paar Schuhe meistens geben oder so. Fand ich cool. Ja, genau, wir laufen durch die Weinreben einfach durch. Ist okay. Ist das böses Hundi? Nee, ist braves Hundi, gut. Ach, das ist Diebstahl. Nee, lass mal. Finde ja schön, dass es mit roten Punkten versehen ist. Gibt's hier irgendwas? Zufällig? Ja, im anderen konnte man halt echt abbluten bis sonst. Nee, hier geht's auch langsam rein. Okay. So. Du hast sie. Das ist die Halskette. Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Sie muss ihm gefallen haben. Wir können endlich weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Dankeschön. Hai-Überfahrt geschafft. Sehr gut. Ich finde es schön, dass wir mal auf den Cutscenes gibt, machen was Thumbnail machen. Dann viel, viel einfacher. Karte. So, was ist das? Holzfällerlager, Schätze plündern. Kann man eigentlich machen. Sind ja, wenn wir schon in der Nähe sind, ne? Ah, ich hol das Pferdchen kurz. Achso, falsche Taste. Ja! Phoebus, los geht's. Oder wie der heißt, komm mit. Aber der ist auch einer der hellste, ne? Also Wegfindung ist ein bisschen RIP hier im Spiel. Ho, ho!
Vorwärts. Ja, no, chill mal. Hallo, absteigen. Jetzt nicht. Material. Ah, kann man abspielen hier. Schon mal nichts Gefährliches. Zu beschleunigen, ja. Okay, ich glaube, die müssen wir klauen, ne? Wieder. Tschüss, Hundi. Tut mir leid, aber geh nicht anders. Ich hab gespeichert. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Speichern wir nochmal. Was macht er? Ich weiß nicht, ist der böse? Ist ein Schläger auf jeden Fall. Na, haben wir das Holzfällerlager eigentlich abgeschlossen, ne? Kann ich nicht antriggern, schade. Könnt ihr denn nun mal gehen? Will mir da jemand ein Zeichen geben? So, und wir sind weg. Tschüss. Es ist von dem angezeigt, dass man speichert. Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. So, ade. Questies. Wir hätten dann im Angebot... Da gehen wir später noch rüber, oder? Gehen wir da gleich rüber? Ein entdeckter Ort. Ithaka. Kann man nicht hingehen. Weil da müssen wir noch hin, das ist ja eh gleich die Höhle, das passt ja dann. Dann haben wir da unten noch ein Fragezeichen und noch eine Quest. Jetzt kommt ein Schiff gefahren. Hungrige Götter. Wir müssten eigentlich in den Westen rüber, es wird nicht mal angezeigt. Also es dürfte ein Stück entfernt sein ohne Boot. Ah, weiß nicht. Achso, falsche Taste. Ferdi! Kommt nicht. Da kommt Ferdi. Yo, Bro, aber das nehmen wir mit. Holz. Sehr, sehr wichtiger Rohstoff. Wir bleiben auch einmal hier so ein bisschen Offroad. Suchen eigentlich gleich mal ab, wo wir noch hin müssen. Achso, hier lang. Dann könnten wir... Odysseus-Quest. Um einen Schulden zu bezahlen, hat Markus wieder einmal... Sprich mit Markus. Das war ja hungrige Götter eigentlich, oder?